Tag zusammen, hier ist wieder Ben und wir machen weiter mit dem Remake für den Gamecube von Resident Evil 1. Haben uns das letzte Mal die neue Waffe geholt, hier die Shotgun, die wir jetzt hier haben. Macht eine Menge mehr Schaden als die Pistole und wir haben die Eigenarten von Zombies kennengelernt. Alles klar, jetzt machen wir uns weiter auf durch das Herrenhaus. Wir befinden uns hier immer noch in diesem Speicherraum. Ich hoffe, dieser Zombie steht immer noch nicht auf. Nee, das sieht gut aus. Und zwar, wir schauen jetzt mal auf die Karte, wo wir denn hin können. Wir können hier die Treppe hochgehen und können dann, ja, das werden wir mal tun. Hier oben rennt aber, glaube ich, noch einer rum. Irgendein Zombie, den werden wir mal ein bisschen begrüßen mit unserem Argumentationsverstärker. Ich glaube, der dürfte hier rechts stehen. Ja, da ist er. Ja, komm mal her. Kleine Kopfmassage. Oh Mann. Okay, der ist dann auch beseitigt und jetzt sehen wir hier, dass die Türen, die roten Türen dort sind abgeschlossen, beziehungsweise da können wir noch nicht durch, aber wir haben einen Schlüssel dabei und diese Tür hat keinen Griff, deswegen können wir die nicht durchtreten. Dann gehen wir mal hier weiter. Was haben wir denn hier? Die Tür ist verschlossen, ein Rüstungssymbol ist ins Schloss eingraviert. Okay, ist hier auch noch einer oder so? Ich weiß nicht. Hallo? Nee, hier scheint nichts zu sein. Aber hier können wir durchgehen. Mal sehen, was sich hier hinter befindet, hinter dieser guten Tür. Okay, hier gibt es eine Menge Medizin. Da könnten wir uns eigentlich ein Kraut von mixen. Ja, oh nee, wir haben die Farbbänder noch dabei. Ja gut, das war jetzt ein bisschen Fail von mir, dass ich die nicht abgelegt habe. Das passiert des Öfteren mal, dass man einfach die mitnehmen will, weil man gerade gespeichert hat und ja, dann vergisst sie zurückzulegen. Gut, müssen wir jetzt mit leben, dass wir sie im Gepäck haben. Ah, das ist ein wertvoller Platz eigentlich, den wir hätten für andere Sachen benötigen können, aber naja. Ein leerer Kamin und da oben ist irgendwas. Ach so, ich glaube, hier brauchen wir das Feuerzeug für. Aber das haben wir immer noch nicht gefunden. Also irgendwo muss das ja auch mal liegen. Gut, was steht hier? Ein Bild eines halb gebauten Hauses. Es sieht aus wie dieses Haus hier. Okay, können wir hier durch? Nee, die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist eingraviert. Okay, das heißt, wir können uns hier in diesem Raum noch nicht weiter fortbewegen. Also müssen wir mal gucken. Auf der anderen Seite war, glaube ich, noch eine Tür. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich hoffe, dass hier nicht noch weitere Zombies irgendwie kommen. Das Gute ist bei den Zombies, wenn man sie, ja, geköpft mit der Waffe sozusagen, wenn man den Hirn wegschießt, dann kommen sie auch nicht wieder. Sollten sie halt normal erschossen sein, dann können sie halt wiederkommen. Aber der hier oben, der kommt ganz sicher nicht mehr. Okay, ich mache hier einen kurzen Schnitt, bring kurz das Farbband weg. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Farbband ist weggebracht und wir schauen mal, was hier hinter dieser Tür sich befindet. Ah, wir haben die Tür aufgeschlossen, das ist gut. Das heißt, wir können hier endlich durchtreten. Ich hoffe nicht, dass sich irgendwelche Gegner hier befinden, die auf uns lauern. Oder? Ist hier einer? Ah, hier ist irgendwas. Schauen wir uns erstmal hier um, was wir hier haben. Okay, hier haben wir eine Tür. Einmal auf die Karte schauen, wo wir denn da hinkommen. Okay, wir sehen da unten, kommen wir wieder in die Haupthalle. Hier oben, diese Tür ist, ja, nicht verschlossen. Das heißt, wir können hier durchgehen. Ich glaube aber, da kommen wir in dem Raum eben raus. Ist das so? Nee, wir sind hier in so einem Raum. Mal gucken. Ein altmodisches Grammophon. Die Schallplatte ist die Jupiter-Sinfonie. Oh, da blinzelt irgendwas. Was haben wir denn hier? Ein Schachbrett aus Elfenbein. Anscheinend endete das Spiel mit einem Schachmatt. Ja, so enden meistens die Spiele. Oh, wir haben eine Hundepfeife. Okay. Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im zweiten Stock an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden.
Nur sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur ihnen anvertrauen. Natürlich sollen sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für ihre Hilfe könnte ich es für sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tolman. Okay. Das heißt, wir sollen die Hundeflöte im zweiten Geschoss benutzen, um damit einen Hund anzulocken. Und ein bisschen Munition nehmen wir auch mit. Okay, das müssen wir uns mal merken, aber den Balkon im zweiten Stock, ich glaube, bei dem waren wir noch nicht. Müssen wir mal gucken, wo wir da was finden. Oh, hier sehen wir Botanik, Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in den Arklay Mountains wachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Wird es jedoch mit dem grünen oder roten Kraut beigemischt, so verstärkt es deren Wirkung. Aussagen zur Wirkung des roten Krauts in Mischung mit anderen Kräutern können erst nach dem Sammeln weiterer Daten gemacht werden. Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren, denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung erworben. Okay, hier lernt man so ein bisschen die Basics über die Kräuter kennen, aber ja, das haben wir ja auch schon eigentlich kennengelernt. Aber hier haben wir endlich das Feuerzeug. Sehr schön. Mit dem Feuerzeug können wir dann auch endlich, ja, die Sachen dann machen. Zombies anzünden, da den Kamin wahrscheinlich und ja, die Seiten sind leer. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas? Bücher über Völker, ja. Sonst noch irgendwas? Nee. Bücher über die Völker der Erde. Okay. Dann gehen wir hier wieder raus und sind wieder in dem Raum, wo wir eben den Zombie, ja. Er kann auf jeden Fall nicht mehr der Kopf einer großen Firma werden. Und ja, den haben wir hier ein bisschen massiert am Kopf, sagen wir mal so. Okay, wir wollen uns natürlich hier noch schnell mal dieses, ja, das Feuer hier anzünden, damit wir da irgendwas mitnehmen können. Also irgendwas werden wir damit sicherlich auslösen. Das schauen wir uns doch mal an, was das ist. Und zwar genau hier. Okay, Feuerzeug. Ja, genau. Die eingeritzten Striche im Relief glühen in der Hitze rot. Okay, hier können wir also doch noch nichts machen. Wir könnten uns da, glaube ich, eine Karte basteln. Aber wir bräuchten noch irgendwas, worauf wir das, ja, drucken sozusagen. Worauf das geschrieben wird. Das heißt, wir können hier doch noch nichts machen. Und wieder raus. Ja, ja. Ja, man muss ein bisschen in diesem Spiel ausprobieren. Man weiß nicht genau, wo es denn zunächst hingeht. Man muss sich wirklich durch jeden Raum kämpfen, wissen, welche Gegenstände hat man jetzt neu dazu bekommen. Was kann man mit diesen Gegenständen vielleicht irgendwo anstellen und ja, so muss man sich langsam durchs Spiel arbeiten und dadurch, dass ich das schon so lange nicht mehr gespielt habe, das Spiel, dann, ich weiß da halt nicht mehr so viel von. Einige Sachen ploppen dann aus den tiefsten Ecken meines Gedächtnisses auf, aber ich sehe hier gerade, hier ist dieses Holzbrett. Okay, hierauf können wir das schreiben. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal den magischen Cut. Nachdem wir nachgeladen haben, werden einmal kurz hier die Gegenstände ablegen, um das dann hier zu machen und dann sehen wir uns gleich genau hier an dieser Stelle wieder. Bis gleich. So, ich melde mich doch schon von hier nochmal wieder zurück, denn wir haben uns jetzt das Feuerzeug und den Treibstoffkanister, beziehungsweise da diesen kleinen Flachmann, gegriffen und wollen jetzt hier einmal an diesem Zombie demonstrieren, wie das denn aussieht, wenn wir diesen anzünden. Und zwar muss das hier doch irgendwie klappen. So, wir haben doch jetzt das Feuerzeug. Das heißt, oder müssen wir das verwenden? Ja, genau. Ja. Ja, ganz toll. Kannst du dich mal bewegen?
Schön, dass du da in diesen Flammen standst. Okay, man muss sich scheinbar wegbewegen von den Leichen. Allerdings sind sie jetzt verkohlt und der Virus kann halt nicht mehr in deren Körper arbeiten. Und dadurch, ja, verbrennen sie. Okay, wir lassen einfach mal das Feuerzeug und den Kanister noch bei uns. Und holen uns jetzt hier diese Platte noch. Okay, einfach schnell mitgenommen, die Holz Passepartout, ja. Und jetzt werden wir uns wieder in den langen Gang, ja, ich merke schon, in diesem Let's Play werden wir uns die ganze Zeit hier aufhalten, nur damit wir eine Sache fertigstellen. Ja, aber das muss man halt machen. Ich meine, wir wollen ja die Karte haben, damit wir uns hier besser orientieren können und so funktioniert es halt mal. Ich meine, mit Chris hätte man sogar noch weniger Gegenstände, also ein kleineres Inventar. Man könnte gar nicht so viele Gegenstände mitbringen. Der hätte nämlich nur 6, das heißt, er müsste sich wirklich beschränken auf viele Sachen. Das ist ein Vorteil von Jill, dass man wirklich mehr Platz hat, um den Sachen mitzunehmen. Okay, wir haben das Holzstück eingesetzt und jetzt haben wir eine Karte von der zweiten Etage und jetzt sehen wir, wo wir alles hin können und welche Räume geöffnet sind etc. Sehr, sehr schön. Okay, dann werden wir uns mal nach da unten begeben. Yep, wir haben die Karte und sind jetzt, glaube ich, ganz happy und verschwinden jetzt. Das heißt, wir werden uns in dem Raum, wo wir hier dieses Holzbrett bekommen haben, weiter umsehen. Und ich glaube, auf der anderen Seite, ja, befindet sich dann auch irgendwas. Auf dem Schwierigkeitsgrad Bergsteigen, also dem Schwierigkeitsgrad schwer, glaube ich, wimmelt das hier nur so von Zombies. Und man hat wirklich eine Menge mehr Gegner, die man beseitigen muss und viel weniger Munition zur Verfügung. Aber dadurch, dass ich mich an dieses Spiel wirklich kaum noch erinnern kann, ist es wohl wirklich besser, dass wir hier Wandern ausgewählt haben. Sie spüren die Wärme des Lichts auf ihrer Haut, als sie näher kommen. Das ist aber schön. Haben wir denn hier was Schönes? Okay, hier ist auch niemand, der uns irgendwie fressen will. Das ist doch schon mal gut. Das Glas ist zerbrochen. Scheinbar hat sich irgendjemand was aus dem Rahmen genommen. Was ist denn hier? Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist eingraviert. Okay. Hier ist auch nichts weiter. Hier ist noch ein bisschen Besteck. Ist hier ein Gegner? Nee. Okay, was haben wir hier? Ein bisschen Besteck. Hier liegt nur ein Haufen Krimskrams. Was haben wir hier? Scheint nichts Nützliches zu geben. Und hier, die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Okay, das ist wohl der Raum, wo man überall den Rüstungsschlüssel braucht. Das heißt, den sollten wir uns mal bei Gelegenheit zulegen. Und wir haben den Schwertschlüssel verwendet, um diese Tür zu öffnen. Können jetzt wieder hier rausgehen und sollten dann auch in der Haupthalle wieder sein. Barry. Ruhig. Jill, got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Oh, wir haben ein paar Säurepatronen bekommen von ihm. Säuregeschosse. Aber die Waffe haben wir leider noch nicht. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Ja, teilt euch doch ruhig wieder auf. Ich meine, eure Überlebenschancen steigen dadurch ins Unermessliche. Warum bloß zusammenbleiben, wenn man sich auch wieder trennen kann und ja, dann getrennte Wege geht. Okay, wir schauen uns hier weiter um und können hier durch diese Tür treten, glaube ich. Ne, die Tür ist verschlossen. Meine Güte, wir sollten echt mal den Rüstungsschlüssel finden. Das dauert ja echt lange, bis wir den finden. Ja, wir können hier auch nichts erkennen. Ist denn hier oben noch irgendwas?
Okay, wir haben ja noch eine Menge Räume, die wir nicht betreten können. Okay, da oben links ist noch eine Tür, die wir durchschreiten können, die uns irgendwo hinführt. Ich glaube, da bewegen wir uns mal langsam hin. Zuerst schauen wir aber noch, was sich in dieser Tür befindet. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Und sollten dann, ja, wieder in den Dining Room gehen, wieder in die Küche, ins Esszimmer. Ja, ist hier auch noch ein Zombie? Hier haben wir doch auch irgendjemanden erledigt. Ich glaube, den könnten wir dann auch mal verbrennen, damit er nicht wiederkommt. Ja, der liegt hier. Ich glaube, den zünden wir auch an, weil wir es jetzt einfach dabei haben. Ja, ich weiß, dass wir uns richtig hinstellen müssen. Nur wo liegt der denn? Der gute, der liegt ungefähr hier. Und jetzt? Wieso brauchen wir das jetzt nicht? Ich will den Zombie anzünden. Jetzt lass mich den Zombie anzünden. Geht doch. Okay, schnell anzünden und komm, mach eine Drehung und hopp. Komm, weg. Okay, der Zombie brennt. Warten wir noch kurz, bis er verbrannt ist. Und bewegen uns dann weiter. Können wir eigentlich hier durch? Oh, wir haben den Schwertschlüssel verwendet. Das heißt, wir können hier durchgehen. Und kommen dann. Okay. Ja, wir kommen dann. Okay. Was sich hinter dieser Tür befindet, werden wir uns dann im nächsten Let's Play anschauen. Da ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Zumindest haben wir ein paar neue Gegenstände bekommen. Wir haben eine Karte endlich ergattert. Barry hat uns ein bisschen Munition gegeben und eine Hundepfeife sowie das Feuerzeug ist endlich in unserem Besitz. Das heißt, diese Gegenstände werden wir noch in Zukunft brauchen. Die Hundepfeife sicherlich bald einsetzen und dann schauen wir mal, was sich hinter dieser Tür befindet. Ich sag nur, es kommen eine Menge Gegner und ja, ich bin gespannt, was weiterhin passiert. Seid im nächsten Let's Play dabei, hier bei BNTV. Schreibt mir eure Meinung und dann sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein!